Vor vielen Jahren schenkte mir mein damalig Liebster eine Tasche, eine Handtasche. Und sagte dazu, die Verkäuferin hat gesagt, die gefällt jeder Frau. Das war kurz vor unserer Trennung. Die Taschen von Sibylle. Und ich bin darauf gekommen, dass es die älteste Tasche, an die ich mich erinnere, die Tasche meiner Großmutter ist. Und es gibt ein Bild, meine Großmutter und mich, ein Foto, und ich gehe als 6-7-Jährige mit ihrer Handtasche, das ist ein Beutel, ja, ein Lederbeutel, ein sehr schöner, und gehe die Straße entlang. Und das, da war ich ganz stolz auf diese Tasche. Ein hängender Griff, einer nur, und weiches Leder. Das, und konnte man auch gut anfassen. Und das war eine Wühltasche, würde ich die nennen. Ja, mhm. Ja. Das hat man so nicht genannt. Man nannte das noch nicht Wühlen. So, und die Taschen meiner Mutter mochte ich nie. Die hatte immer weiße Taschen und so steife. Das mochte ich nicht. Mhm. Aber auch aus Leder? Ja, oder? Ja, Leder schon immer. Fast immer. Mhm. Mhm. So. Und mit Knipsverschluss, ja, vielleicht. Und mit Drehverschluss. Ja. Dreh, ja. Knipsdreh. Ja. Also meine erste eigene Tasche war ein Strohkoffer, ein kleiner Strohkoffer, so DIN A4 Größe etwa. Und den trug ich auf Demonstrationen der 68er. Es sah sowas von gestylt aus. Es ist nicht so wild, wie man sich die 68er vorstellt, wie sie auch teilweise waren. Aber diese ersten Demonstrationen ging ich mit grauer Lederjacke, Wildlederjacke und Strohköfferchen. Dann habe ich in Lüneburg irgendwann eine Tasche gekauft, aber nie benutzt. Die war auch steif, wie eigentlich die, wie ich sie nicht mag, aber sie hatte 2 kubanische Autoschilder da drauf. Das fand ich interessant. Okay, das gefiel dir. Aber du hast sie war für dich nicht praktisch. Die war überhaupt nicht praktisch, aber ich mochte sie gerne angucken. Mhm, sie war ein Objekt. Ja. Ja, also es gab ein paar kleinere Taschen, aber das ist irgendwie nicht mein Format. Aber ich habe jetzt gerade mir überlegt, dass ich doch mich für die Tasche in der Tasche entscheiden sollte. Wenn ich also nicht einen Koffer nehmen will, sondern einen Rucksack, dann kann ich mit dem Rucksack ja schlecht ins Theater gehen. Weil ich will morgen ins Theater, in die Uraufführung von der Jelinek in Berlin. Ah, und super. Ja. Da kann ich ja nicht mit dem Rucksack hin. Den würde man dann gerne abgeben, ja, irgendwo. Und dann hast du da drin ein Täschchen. Da will ich ein kleines Täschchen für. Und, und hast du eins? Ja, ich habe mehrere. Ich habe sie sonst nur nicht benutzt. Okay. Also ich bin eine Sammlerin und nicht unbedingt eine. Also ich bin total gespannt. Wie hast du die... Also du sprichst von einer Sammlung. Wie viele ungefähr? Ich würde das mal auf 20 bis 30 schätzen. Also ich dachte jetzt 80 bis 100. Nein, also ich dachte an die Schuhe von Imelda Marcos. Ein eigenes Zimmer, ausgeleuchtet. Nein, so, 20. Ich habe ja kein Schloss. Ja, 20 bis 30. Die Jahreszeit hat sich geändert. Ich muss in diese Tasche Apis wieder reintun gegen Bienenstiche. Im Winter brauchte ich das nicht. Ja, okay. Also von daher, das ist jetzt das eigentlich das Wichtigste. Ja, und dann kommen Taschentücher und Hustenbonbons und sowas. Ja. Also das, eigentlich ist es relativ übersichtlich und meistens irgendwas zum Schreiben. Natürlich ein Stift, der ist vorne drin.
Und aufschreiben tue ich eigentlich dann im Handy irgendwo in den Notizen. Ne? Mhm. Ja. Aber du hast also kein Schreibheft oder eine Kladde? Nur oder? Wenn ich weiß, das brauche ich. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich was mitschreibe, dann nehme ich die mit, sonst nicht. Es gibt ja eine Phase, wo ich gar keine Taschen hatte. Das war in diesem Gefängnis. Da hat man alles immer nur in der Hand. Da gibt es nicht mal Taschen im Trainingsanzug. Man hatte da braune Trainingsanzüge an, sehr ekelhaft. Und konnte man nicht was improvisieren, Beutel zusammenbinden? Man hat gar kein Material dafür. Auch nicht zum Nähen. Nadeln und Scheren würden einem sofort weggenommen. Also da hat man eigentlich keine Vorräte. Es gibt einen Schrank, da tut man die Vorräte rein. Aber man sitzt ja sowieso immer in der Zelle. Das ist auch egal, ob man eine Tasche hat. Jetzt geht man eigentlich nur auf den Hof eine Stunde und da braucht man auch nichts weiter in der Kürze der Zeit. Ja, stimmt. Und da wird dann alles durchgesucht in der Zwischenzeit. Das ist auch, also eine Tasche ist eigentlich nochmal eigentlich ein Schutzraum. Ist richtig, ist eigentlich ein intimer Raum. Ja, ein intimer Schutzraum, den man sonst, wenn man ihn nicht haben darf, merkt man erst, wie wichtig er einem ist. Tasche ist tabu und eine Tasche ist fast noch ein Stück wie Körper. Also es wird ja auch am Körper getragen. Hast du eine Wühltasche oder eine Ordnungstasche? Immer Wühltasche. Ah, okay. Also da bleibe ich bei meiner Großmutter. Ordnungstaschen, es gibt ja Taschen mit ganz vielen Fächern. Ja, richtig, und Reißverschlüssen und Nebenfächern. Das System kann ich nicht einhalten. Wühlst du dann optisch oder haptisch? Haptisch. Ich auch, genau, weil also irgendwann, wenn ich es dann nicht finde, dann muss halt Licht rein. Gut, dann guckt man, ne? Na, dann guckt man, aber erstmal weiß man ja eigentlich, wie sich das Brillenetui oder wie sich es anfühlt. Ah, ja. Mhm. Sieht gut aus, ist aber natürlich auch unpraktisch, oder? Du hast dann nur eine Hand fixiert. Aber so wird es eigentlich eine relativ kleine, zarte Tasche. Ja, stimmt. Und auch wieder weiches, sehr schönes Leder. Das ist nun etwas härter schon, weil es eben älter ist. Und pflegst du die auch? Also fettest du sie? Nee. Die müssen selber klarkommen. Die müssen selber klarkommen.